Und sonst so? Ja, wir haben den 28.04.2017, es ist 11.50 Uhr, ja, und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 525 Abonnenten, 82.000, ich weiß nicht, 800, ich sehe es gerade, ich glaube so 800 Klicks oder so, ich bin immer noch gerade aufgewacht, sehr müde immer noch so, ja, aber es ist so eine Sache, ja, die ich jetzt hier eigentlich, die mir gestern so klar geworden ist, liebe Leute, ja, ihr wisst, ich habe meine Dings bestanden, Abschlussprüfung hin und her. Ich wollte feiern, ja, ging nicht keine feiern, weil ich habe Anruf bekommen, kannst du bitte was filmen, dies, das machen. Andere Kunden warten gerade, die wollen jetzt auch in ein paar Tagen drehen, ja. Ich muss aber, nein, wir fangen jetzt anders an, ja, ich kann so nicht mehr, ja, so, wir fangen jetzt ganz anders an, ihr seid verrückt, nicht ich, ja, so, also, ich war gestern, Dings, ich war gestern bei den Freunden von Niemand im Studio, ja, und da habe ich ein bisschen was gefilmt für den guten Timeless, ja, manche kennen ihn so vielleicht, sehr, sehr starker Rapper, habe ihn da auch kennengelernt, echt cooler, richtig korrekter, wirklich, wirklich sehr netter, korrekter Typ, so, war sehr lustig mit seinen Jungs, die waren da, und dann habe ich da jetzt ein bisschen was für die gefilmt, jetzt kein Musikvideo, so ein bisschen so nebenbei, und dabei haben die einen Song aufgenommen im Studio, beziehungsweise haben angefangen an einem Song zu arbeiten, ja, haben die sich da Beats gepickt, haben angefangen zu schreiben, haben, ihr wisst, wie man halt einen Song macht und so, und ich schwör's euch, ich war so da, ich hab das halt gefilmt, ja, weil ich war da als Filmer, also als Kameramann so da, ja, aber ey, ich sag euch ganz ehrlich, es hat mir, ich habe so Sehnsucht bekommen, ja, ich wollte das auch machen, ich wollte am liebsten sagen, hört mal auf, ich will das machen jetzt, ja, das ist, scheiße, liebe Leute, ja, mir ist dann klar geworden, wie sehr ich es eigentlich vermisse, Musik zu machen, und es klingt jetzt so, als hätte ich aufgehört, nein, habe ich nicht, es ist einfach so, dass, jeden Tag YouTube, ja, jeden Tag Uni, jeden Tag, Videoprojekte, für was weiß ich, was da ansteht, alles so, ja, jeden Tag das machen, dann kommt irgendwas dazwischen, dann kommt das, ja, ey, und wenn du keinen klaren Kopf hast, ja, wenn du besoffen bist, ja, oder was weiß ich, wenn du einfach Stress hast, ja, dann geht es nicht, keine Zeit, Texte schreiben dauert lange, ja, wenn man gut machen will, ja, dauert lange, dauert aufnehmen, dauert das geht nicht so, ja, und ich hab's richtig krass vermisst, ich sehe das auch immer mehr in meinem Umfeld, ja, sehr, sehr gute Freunde von mir sind jeden Tag im Studio, du weißt genau, wen ich meine, ja, du wohnst schon fast im Studio, hör auf damit, wozu zahlst du noch Miete zu Hause, wenn du schon im Studio wohnst, ja, jeden Tag machen die Musik, jeden Tag machen die gute Sachen, tolle Sachen, dann höre ich sie, dann weine ich immer, weil ich eifersüchtig bin, so im positiven Sinne, weil ich auch machen will, ja, es ist scheiße, liebe Leute, ja, so sollte das eigentlich gar nicht sein, es ist YouTube und alles sollte mir nicht die Zeit wegnehmen für Musik machen und so, und ich habe ja auch ein Album angefangen, ja, und ihr werdet lachen, das Album habe ich 2012 angefangen, ja, 2012, ja, da war mein erstes Album noch nicht mal draußen, habe ich schon mit dem angefangen, die ersten Tracks zu machen, und ich weiß, es klingt behindert, 5 Jahre kein Album oder 3 Jahre kein Album draußen und nicht fertig geworden und so, aber glaubt es mir, ich will es, aber Bruce will nicht, ja, Spaß, kennt ihr diesen richtig schlechten Wortspielwitz, ja, es ist einfach Krise, verdammte Kacke, was soll ich euch sagen, ja, ich komm einfach nicht dazu, ja, ich würde ja gerne, aber es funktioniert nicht, mein Kopf fickt mich selber so, ja, und, aber es ist, die Anzeichen verdichten sich, ja, sagt man das, ist mir egal, ja, ich sehe überall um mich rum immer mehr machen auf Musik, machen gute Musik, gestern war ich da, war nochmal so, wollte eigentlich direkt reinspringen und mitmachen, das hat mir sehr gut gefallen und Leute, ja, es geht so nicht weiter, es muss wieder mehr auf Musik gemacht werden, ja, ich muss erstmal, bevor ich Spaß haben kann an der Musik, ja, wieder, also so einfach dieses machen, mach jetzt mal einen Track, okay, dieser, muss ich dieses verfickte Album fertigstellen, ja, ich muss es fertigstellen
Und ich habe jetzt eigentlich so wenig Zeit wie nie. Und ich habe jetzt 1 Million Sachen zu tun darüber. Das machen wir gleich auf dem Weg zur Arbeit. Erzähle ich euch das aus dem Auto raus, weil ich kann jetzt nicht alles machen. Mein Hund wartet unten und kackt gleich dahin. So. Jedenfalls, es wird wieder Musik gemacht, liebe Leute. Ja, deswegen lasst mich alle in Ruhe, ja. Lasst mich einfach alle in Ruhe, einfach, ja. Spaß, aber ich weiß auch nicht. Es muss wieder Musik gemacht werden, ja. Es geht so nicht. Ich habe so einen innerlichen Krieg, ja. Irgendwas in meinem Leben muss ich beenden, ja. Ich weiß nicht, was, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt... ist es das YouTube, ist es die Uni, ist es die Arbeit, ist es irgendwelche Videoprojekte, ist es das, ist es dies, so. Musik muss wieder gemacht werden, das geht so nicht weiter, ja, dieses Album muss ich endlich fertigstellen, so, ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht so, wo ich sage, ey, das ist das Album, das wird jetzt dick verkaufen, das wird Charts gehen, das wird das gehen, ich scheiß drauf, ob das... gut, schlecht, ob ihr das findet, ist mir scheißegal, es ist auch, wie gesagt, 5 Jahre alt, Mann, ich sag da Dinge drauf, Alter, die würde ich heute niemals sagen, aber ist mir scheißegal, ja, das ist ein Album so, das habe ich angefangen und wenn ich was anfange, beende ich das auch, ja, und es wird kommen, auf jeden Fall, ich weiß nicht wie, wann, wo, ja, ich muss es erstmal fertigstellen, so, ich habe eigentlich schon viel gemacht dafür, ja, es sind eigentlich noch wenige Sachen, die ich noch machen muss, ja, aber das wird kommen, liebe Leute, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ey, ich gehe jetzt voll in Konkurrenzkampf mit allen Rappern, die gerade am Start sind, die sind mir scheißegal, es geht um mich, weil das ist mein Ding, ich will das fertigstellen und dann einfach raus, ja, und was dann damit passiert, was ihr darüber denkt, ist mir ehrlich gesagt egal, ja, es soll fertig werden, damit das fertig ist und dann kann ich mich auf neue Musik konzentrieren, liebe Leute, ja, und das muss so sein, ja, ich habe jetzt voll lange gelabert, habe eigentlich gar nichts gesagt, aber das ist YouTube, ja, ich habe dir gemerkt, ich verstehe langsam, wie dieses YouTube funktioniert, ja, auf jeden Fall fassen wir mal zusammen, ja, mein Hund wartet unten, er muss kacken, ja, und ich habe ein Album angefangen, das ich fertig machen werde, ja, wie es wird, ist mir egal, also beziehungsweise nicht wie das Album wird schon so, wo ich sage, das gefällt mir irgendwie, ja, aber was mit dem Album passiert, Erfolg, nicht Erfolg, ist es mir egal, so, das könnt ihr unterschreiben, anderes nicht, ja, also, was geht ab, liebe Leute, hier ist ein Akku, soll ich ihn essen, schmeckt nicht. Warum habe ich das gemacht? Egal, geht jetzt weg.